Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander, guten Morgen. Wie geht es euch denn? Ihr habt euch doch sicher den Clip angeschaut mit Rainer Kallmund. Ich war in St. Louis zu Gast bei Rainer Kallmund und wir hatten ein tolles Gespräch. Es ging um seinen Vater, der eben in der Fremdenlegion war und in den Reihen der 13. Halbbrigade im Indochina-Krieg ums Leben kam. Da war bei Rainer Kallmund eine unausgesprochene Vaterwunde da. Und wie ihr besser wisst als ich, habe auch ich diese Vaterwunde. Ich habe neulich in einem Clip gesagt, dass Männer, die eine Vaterwunde haben, und es sind sehr, sehr viele, eigentlich alle, die ich kenne, die sollen diese Papawunde auf eine Art und Weise angehen, damit sie das verdauen können, damit sie die verarbeiten können. Das ist wichtig, auch für ihre Söhne. Und ich habe da gesprochen, dass man sich eben einen Boxsack nimmt, Papa draufschreibt und dann auf diesen Boxsack eindrischt und schreit und boxt, bis der Schaum vor dem Mund steht. Ja? Und dann eben sagt, nein, du hast mir wehgetan, ich will dich nicht mehr, ich brauche dich nicht mehr. Ja? Game over, vorbei, alles hat seine Zeit. Du wirst mich nicht mehr dominieren und wie eine Marionette durch mein Leben führen. Es ist mein Leben. Ja? Oder noch die Geschichte mit dem Baumstamm, hochschleifen auf dem Hügel, Papa draufschreiben und dann runterschmeißen, den Abhang runter, den Papa runterschmeißen, weg von mir, weg aus meinem Leben. Ich führe mein eigenes Leben, ja, und dieser Prozess ist wichtig. Es gibt da aber noch einen anderen Prozess, das ist mal für die Aufarbeitung, ja, für das Rauslassen der Wut, des Zorns und des Unverständnisses, das man in sich drin trägt. Da gibt es aber noch einen wichtigeren Prozess und dieser Prozess ist, dem Papa zu verzeihen, dass man mental in sich geht und zum Papa sagt, auch wenn dieser vielleicht nicht mehr lebt oder vielleicht die Worte und Gedanken nicht hören kann, dass man sagt, Papa, ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Alles, was du getan hast, verzeihe ich dir. Ich möchte Frieden. Ja? Ich möchte meinen Frieden, meinen inneren Frieden wiederfinden. Und das tut so gut und das ist so wichtig und das bringt Ruhe in deine Männerseele rein. Das bringt dich in die Manneskraft rein. Das ist unwahrscheinlich wichtig, dieser Prozess des Loslassens, des Vergessens, des Zusagens. Hey, für alles, was du damals getan hast, lieber Papa, gab es einen Grund, den ich vielleicht nicht kenne. Du hast ein Leben geführt, wo ich nicht drin steckte. Es gab Elemente in deinem Leben, Situationen und Phasen, über die ich gar nicht Bescheid weiß, woher auch. Du hast so wenig über dich gesprochen, du hast so wenig erzählt. Aber lieber Papa, egal, ich vergebe dir aus vollem Herzen. Und wisst ihr, was das macht mit euch? Weißt du, was das mit dir macht, Bruder? Das ist Wahnsinn. Du gestattest deiner Manneskraft, sich endlich zu entfalten. Und du wirst ab jetzt jeden Tag aufwachen mit einem inneren Frieden, mit einem Grinsen im Gesicht, weil du deinem Papa vergeben hast. Weil es notwendig war und weil er es sich verdient hat und weil du es dir verdient hast. Weil der innere Junge in dir das braucht und er braucht es jetzt. Und wenn du diesen Step noch nicht ausgeführt hast, dann mach es heute. Vergib, verzeih und schaffe Frieden. So, liebe Männer, das war's für heute. Ganz kurzes Clip, ganz kurzes Video, aber unwahrscheinlich wichtig. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche uns allen Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Ich habe noch ein zweites Motto, das ist No Coffee, No Workie. Geh jetzt gleich hoch in die Küche, mach meinen Kaffee. Euch einen geilen Tag. Tschüss, Servus, ich melde mich ab, bin da mal weg. Euer Thomas Gast. Bye, bye.